Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 18 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur Europas im 18. und 19. Jahrhundert. Heute steht im Mittelpunkt der Mann, und zwar der Mann als Genie. Wir haben uns die letzten Male damit beschäftigt, wie das Entwicklungsdenken in das Fortschrittsdenken kippt. In der frühen Romantik noch das Entwicklungsdenken, das kippt dann ab 1850, 1820, 30 im Biedermeier und der viktorianischen Zeit in das Fortschrittsdenken um. Und dieses Fortschrittsdenken hat dann Auswirkungen, negative Auswirkungen auf das Bild der Frau. Wir haben zum anderen davon gesprochen, dass um 1800 in der Philosophie die Seelenkategorie des Unbewussten erfunden wird. Im Nachklang an Kants Philosophie, Kritik der reinen Vernunft, wo sich das Unbewusste logisch ergibt aus dem Rückzug Gottes aus der Welt. Dem Ding an sich, das nicht mehr erkennbar ist, nur noch als Fühlen, Ahnen und Glauben. Auch das hatte Konsequenzen auf die Beziehung zwischen Mann und Frau, da die Frau eben als die Person angesehen wurde, die dieses Unbewusste noch am besten und am größten in sich birgt. Heute soll, wie gesagt, der Mann im Mittelpunkt stehen, und zwar der Mann als Genie. Um 1800 entsteht eine neue Theorie des Genies und die knüpft ganz eng an die neu entstandene Theorie des Unbewussten. Es gibt von da an einen Geniekult, der weit bis ins 20. Jahrhundert reicht und die Größen der deutschen Klassik, Goethe, Schiller, aber auch andere wie Kleist zum Beispiel, sind nun wirklich in das Pantheon der Götter erhoben worden, als die Genies, die wirklich Welt schöpfen können. Faust, der eine ganze Welt auf die Bühne zu stellen vermag. Ein Wesen, das durch und durch kreativ ist und so kreativ wie Gott war, als er die Welt erschaffen hat, eben, aber halt nicht kein Gott, aber ein Mensch, der wie Gott Welt schafft, auf sehr menschliche, kreative Weise. Ich habe einmal nachgeschlagen, wie viele Genies männlich sind und wie viele weiblich genannt werden. Und da habe ich auf Wikipedia einen Eintrag gefunden, dass die weiblichen Genies tatsächlich wirklich extrem unterrepräsentiert sind. Im Westen angeblich gibt es nur 4% weibliche Genies, im arabischen Bereich 1%, im indischen Bereich immerhin 5%, im chinesischen 4% und in Japan immerhin 8%. Aber die Mehrzahl der Genies ist männlich und das hat bestimmte kulturelle Hintergründe. Das Genie. Das kommt von dem lateinischen Wort Genius und ein Genius ist eine schöpferische Geisteskraft. Und dieser Begriff des schöpferischen Menschen wird zum ersten Mal aufgegriffen in der Renaissance, als die bildenden Künstler nun zum ersten Mal Werke schufen, die ihre individuelle Schöpferkraft zum Ausdruck brachten. Und nicht mehr Menschen waren, die ein religiöses Kultobjekt hervorbrachten. Man spricht in der Renaissance vom Verlust des Kultobjektes zugunsten eines Künstlertums, wie wir es eben in Leonardo oder vor allem dann auch Michelangelo finden, die realistische Welten in ihren bildenden Kunst zu erschaffen vermögen, die täuschend der realen Welt ähnlich zu sein scheinen. Michelangelo ist als das größte malerische und bildhauerische Genie seiner Zeit betrachtet worden,
Gelebt hat er von 1475 bis 1564. Denken Sie an die Sixtinische Kapelle. Und dieses männliche Genie Michelangelo hat nun zwei Sonette, hat auch Sonette geschrieben, war auch dichterisch tätig. Und er hat uns zwei Sonette hinterlassen, in denen auch die Rede vom bildenden Künstler ist und seiner schöpferischen Kraft. Und diese beiden Sonette Nummer 151 und Nummer 46 sind so interessant, dass ich Ihnen daraus vorlesen will, um Ihnen zu zeigen, wie Michelangelo sich selbst als Künstler verstanden hat. Zunächst das Sonett Nonna l'ottimo artiste alcun concetto. Ich nehme eine Übersetzung ins Deutsche gleich. Der größte Künstler wird kein Bild ersinnen, das nicht der Marmor schon in sich verschlösse, doch jener nur vermag es zu erschaffen, er, dessen Hand dem Geist weiß zu gehorchen. Dann geht es weiter als eine Liebesklage, ein Sonett, das sich an Vittoria Colonna richtet und endet mit den Zeilen: Wenn du in dem Herzen Tod und Mitleid beide zugleich mir bietest und vor Liebe glühend mein niederer Geist sich für den Tod entscheidet. Hier also das Bild des Künstlers, des Bildhauers, das in einem Marmorblock schon ein fertiges Bild vorfindet, dass er sozusagen nur herausholen muss, dass er nicht selbst schafft, sondern sozusagen nur herausholen muss. Und wie in einer Liebesbeziehung ist es so, dass die göttliche Angebetete oder eben Gott dem Künstler beides bietet, Tod und Mitleid, das Gute und Schöne und eben auch das Versagen. Und das Versagen allein kommt vom Adressaten, in dem Sinne vom Künstler, dessen niederer Geist sich für das Negative entscheidet. Der Künstler hier rein als Medium, durch den eine göttliche, kreative Kraft herrscht. Und manchmal kann er diese Kraft eben zur Vollendung führen und manchmal versagt er aufgrund seines Mangelwesens als Mensch. Ein anderes Sonett ist das Sonett Nummer 46. Ich zitiere wieder auf Deutsch. Schlägt hart mein Hammer aus dem harten Stein, bald dieses und bald jenes Menschenbild? Ist er des Meisters Willen nur gewillt, bei jedem Schritt muss er gehorsam sein. Des Himmels Hammer aber schlägt er drein Macht, dass der meine sich mit Schönheit füllt. Und weil kein Hammer ohne Hammer gilt, die anderen sind von dem, der lebt, allein. Und weil ein Schlag erst gut und höherwertig, wenn in der Schmiede hoch er sich erhoben, flog über meinem er ins Himmelszelt. Und darum ist der meine noch nicht fertig, kommt ihm nicht Hilfe von der Schmiede oben, ihm, der alleine war in dieser Welt. Also hier der Bildhauer, der mit dem Hammer auf den harten Marmorstein schlägt und ein Menschenbild herausholt. Aber dieses Menschenbild kann er nur perfekt herausholen, wenn er eben gehorsam ist und den Hammer des Himmels, der seine Hand führt, folgt. Genau, eben erst wenn in der Schmiede, in der Himmelsschmiede oben, in der göttlichen Werkstatt des Menschen, Welterschaffers, ihm diese Kraft zuteil wird
und er den Hammer, der Mensch den Hammer so hoch erheben kann, dass sozusagen der Schmied oben ihm beim Schlag hilft. Nur dann gelingt das schöne Kunstwerk und der Bildhauer schafft es, ein wunderbares Menschenbild aus Marmor auf der Welt zu erschaffen. Also, das Genie Michelangelo weiß, dass es nur wirklich wundervolle Kunstwerke schaffen kann, wenn ihm Gott die Hand führt. Wenn ihm ein Meisterwerk misslingt, dann, weil aufgrund seiner menschlichen Mangelhaftigkeit und Sündhaftigkeit. Der Künstler ist also in der Renaissance ein Genie, aber nur als Medium. Gott ist der eigentlich Schöpferische, der eigentlich Schaffende, der durch den Menschen hindurch hilft, ein vollendetes, schönes Kunstwerk zu schaffen. Nun, um 1800 hat sich die Lage geändert. Nach dem Denken der Zeit hat sich Gott zurückgezogen aus der Welt und den Menschen allein gelassen. Wenn also nun ein Mensch, sprich ein Mann, sprich ein Künstler, etwas Schönes schöpferisch hervorbringt, dann nur noch wie Gott, aber nicht mehr durch Gott, nicht mehr als Medium, nicht mehr mit Hilfe Gottes, sondern aufgrund seiner ganz subjektiven, kreativen Kraft aus sich heraus allein. Dann schafft er eben wie ein Gott und nicht mit Hilfe Gottes durch Gott. Nun verändert sich die Rolle des Künstlers von einer vermittelnden zu einer aktiven Rolle. Der Künstler wird als produktiver Mensch erkannt, was eben dem neuen Produktivitätsdenken der industriellen Gesellschaft auch durch und durch entspricht. Nun, genau diesen Genie-Kult wurde in dieser Zeit um 1800 entwickelt und hat Zeitgenossen, Goethe und Schiller und andere auch zu jener Zeit eben in ein Pantheon erhoben, in eine Götterwelt. Sie werden wie Götter verehrt und das ist ja nun wirklich auch in jener Zeit zu beobachten, wie die Menschen in die Knie gehen vor einem Genie, Goethe. Und das hat noch lange, bis ins 20. Jahrhundert, ist das immer wieder zu spüren, dass die Menschen ehrfurchtsvoll vor diesen kreativen Genies sich verneigen. Die Frage ist aber nun, wie kann ein Mensch, wie kann ein Mann, wie kann ein Mensch, der eben auch ein Mangelwesen ist, so viel göttliche Schönheit in die Welt bringen? Woher hat dieses Wesen seine schöpferische Kraft? Wieso er und wieso andere nicht? Ich möchte Ihnen zitieren aus einem Gedicht Johann Wolfgang von Goethe, Prometheus. Die letzte Strophe lautet folgendermaßen: Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Geschrieben hat Goethe dieses Gedicht mit 23 Jahren, 1773, also 8 Jahre vor Kants Kritik der reinen Vernunft, die eben nun erkenntnistheoretisch die Unterscheidung zwischen dem Ding an sich und der Welt der Erscheinung in die Welt setzte. Was wieder einmal beweist, dass schon Gedanken in der Luft liegen, Welt bewegen, neue Gedanken, die erfunden werden in den Naturwissenschaften, in der Philosophie, eben auch in der Literatur noch vor ihrer präzisen Erörterung schon da sind. Das Gedicht Prometheus ist eine Schmährede auf die griechischen Götter, auf ihren Olymp, der sich eben nicht mehr um die Belange der Menschen kümmert.
Die Götter interessieren sich nicht für die Menschen, sie lassen sie alleine. Und der Mensch muss nun mit seinem Leiden ganz allein fertig werden und schmäht dieses Geschlecht. Diese große Verlassenheit durch die Götter, das beschreibt dieses Gedicht eben auch in folgenden Zeilen. Als wenn drüber wär ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins sich zu bedrängt, die sich des Bedrängten zu erbarmen. Die da oben, diese griechischen Götter, die schlafen, sind herz- und gnadenlos und lassen die Menschen alleine. Und das nun sozusagen auch erkenntnistheoretisch auf den Begriff zu bringen, das hat Kant in der Kritik der reinen Vernunft gemacht, indem er eben Gott als ein Ding an sich im Unterschied zur Welt der Erscheinungen beschrieb, ein Ding an sich, über das keine Aussagen mehr möglich sind und insofern auch keine Möglichkeiten des Menschen, sich wirklich intellektuell zu diesem absoluten Wesen zu erheben. Nun, genau in dieser gottverlassenen Welt, in einer Welt, in der sich die durch und durch säkularisiert wird, existiert nun der Künstler als schöpferischer Mensch und ist eine Ausnahme gestellt, denn er schafft Welt wie Gott. Und insofern ist er als Mensch doch Gott näher gestellt als viele andere. Die große Frage aber ist nun, wie kann ein Mensch, ein Mann wirken wie Gott? Er ist doch ein Mängelwesen. Gott hat die Menschen verlassen. Wie kann er wirken? Und die Antwort ist, der Mann, der Künstler kann Welt schaffen wie Gott aufgrund seiner Naturbestimmtheit. Diesen Gedanken hat wirklich Odo Marquardt in dem schon oft erwähnten Artikel von 1968 ausgeführt und ich kann immer nur wieder auf diesen Artikel, auf den ich schon öfters hingewiesen habe, verweisen. Also, ein Genie kann eigentlich nur ein Mann sein. So wird das um 1800 und im 19. Jahrhundert gedacht. Und zwar allein aufgrund der Tatsache, dass der Mann im Unterschied zur Frau reflektiert. Er ist das logische Wesen. Er ist entwickelter als die Frau, was seine Intellektualität angeht, hat sich aber dadurch eigentlich von der Natur und vom göttlichen Anfang entfernt. Die Frau ist im Bereich des Fühlens, Ahnens und Glaubens geblieben und dadurch eigentlich Gott näher. Aber ihr fehlt eben jene Intellektualität, die man braucht, um vollendete Kunstwerke zu schaffen. Nun, eben, das männliche Genie hat eben zum einen die Fähigkeit zur Reflexion, die es dringend nötig braucht, um das hohe künstlerische Niveau des 18. und 19. Jahrhunderts zu erreichen. Aber er braucht nun eben auch jene Naturbestimmtheit, die noch der Frau und eben auch den Kindern eignet. Und er muss sie quasi in sich bewahrt haben. Denn nur aufgrund dieser Kindlichkeit, dieser Naturbestimmtheit, kann er kreativ sein und schöne, heilige Objekte hervorbringen in einer Welt, die nicht mehr schön ist, die hässlich industriell geworden ist, in der sich Gott, von der sich Gott zurückgezogen hat. Der normale Mann als der logisch Reflektierende ist nicht sonderlich kreativ. Er ist ein Philister, ein Bürger, ein Langweiler. Er kann keine schöpferischen Kunstwerke hervorbringen, weil es ihm auf seinem Weg zu einem entwickelten intellektuellen Wesen, weil ihm da diese Naturbestimmtheit abhanden gekommen ist. Die Schönheit hat sich
hinter ihm verschlossen. Er hat diesen Bereich verloren. Und nur das Genie hat ihn noch behalten. Und das Genie und das Kind sind sich eben in gewisser Hinsicht doch sehr ähnlich. Und genau das meint eben Bettine von Arnim, wenn sie sich als Kind, als immer Kind mit dem männlichen Genie Goethe, dem Gott, dem literarischen Gott eben fühlt. Das Genie kann die schönen Kunstwerke im späten 18. und 19. Jahrhundert nur schaffen, aufgrund dieses Bereiches des Unbewussten, dieser Naturbestimmtheit des Fühlen und Ahnens, dass ihm jenseits der Intellektualität noch diesen Bereich der Kreativität eröffnet. Der Maler Caspar David Friedrich hat es einmal so auf den Begriff gebracht. Die einzig wahre Quelle der Kunst ist, ich zitiere, die Sprache eines reinen kindlichen Gemütes. Jedes echte Kunstwerk wird in geweihter Stunde empfangen und in glücklicher geboren, oft dem Künstler unbewusst aus innerem Drange des Herzens. Die entscheidende kreative Kraft liegt im Unbewussten, im Naturbestimmten und nicht in seiner intellektuellen Fähigkeit, die er aber eben auch braucht, um vollendete Kunstwerke zu schaffen. Ich zitiere im Folgenden Schelling und dann auch Jean-Paul. Schon längst, schreibt Schelling, ist eingesehen worden, dass in der Kunst nicht alles mit dem Bewusstsein ausgerichtet wird, dass mit der bewussten Tätigkeit eine bewusstlose Kraft sich verbinden muss, die Philosophie der Kunst nach Grundsätzen des transzendentalen Idealismus muss beim Genie die bewusste Tätigkeit als bestimmt durch die bewusstlose reflektieren. Und Jean-Paul schreibt Ähnliches: Das Mächtigste im Dichter, welches seinen Werken die gute und die böse Seele einbläset, ist gerade das Unbewusste. Und der Genius, so formuliert dann später auch noch Carus, der Mediziner, der Genius zeichnet sich eben dadurch aus, dass er von dem Unbewussten überall gedrängt und bestimmt wird. Die schöpferische Kraft des männlichen Genies liegt im Unbewussten, in seinem Naturzustand. Je kindlicher das Genie, je stärker das Genie seine Kindlichkeit bewahrt hat, inmitten seines Erwachsenseins unter zivilisierten Personen, desto größer ist seine schöpferische Kraft. Aber aufgrund dieser Bewahrung seiner Kindlichkeit wird er auch oft zum Außenseiter in der Gesellschaft. Er fällt auf. Und er wird dann im 19. Jahrhundert zunehmend als randständig, als Außenseiter der Gesellschaft betrachtet, bis hin zu den Bohemians Ende des 19. Jahrhunderts. Fazit: Das Genie ist im 19. Jahrhundert männlich. Und zwar eben aufgrund seiner Fähigkeit, intellektuell tätig zu werden. Und zum anderen eben noch das Unbewusste in sich aufbewahrt zu haben, auf das er immer wieder zurückgreifen kann, auf diese Kraft, die ihm dann Schönheit in die Welt zu bringen ermöglicht. Der Künstler ist also definitiv ein Doppelwesen, das einerseits im Hier und Jetzt lebt, in der industriellen, säkularisierten Gesellschaft, und andererseits die vergangene Heiligkeit, den vergangenen Naturzustand noch in sich bewahrt. Der Künstler ist also ein Wesen am Rande der Gesellschaft, außergewöhnlich, aber aufgrund dieses Doppelcharakters auch gefährdet. Und wir werden das nächste Mal sehen,
dass dieses Genie dann auch aus dem positiven, schöpferischen, Schönheit hervorbringenden Bereich kippen kann in den Wahnsinnigen und schließlich sogar auch in den Verbrecher. Und dazu wollen wir uns dann in den nächsten Sitzungen widmen. Und da wird der Mann, den wir hier jetzt in den Himmel erhoben haben, dann sehr schlecht auch eine negative Komponente bekommen.